So, dann schauen wir doch mal, ob hier schon der ein oder andere dazukommt. Wir haben noch eine Minute, ehe wir heute Pernille Harder zu Gast haben. Und auf dieses Interview freue ich mich persönlich sehr. Ihr habt wieder fleißig Fragen eingesendet. Wir sind bei 75 Zuschauern, das ist schon mal sehr, sehr stark. Und dann schauen wir auch gleich mal, wenn die Zahl von 29 auf 30 springt, ob die liebe Pernille auch am Start ist. Momentan ist ja Quarantänesituation bei unseren Wölfinnen, denn am kommenden Freitag um 14 Uhr rollt der Ball endlich wieder im AOK-Stadion. Vorab gesagt, leider können wir das Spiel nicht bei Wölfe TV zeigen, ihr könnt aber trotzdem dabei sein und zwar DFB TV wird dieses Spiel übertragen. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall sehen, ob Tore fallen. Ich gehe davon aus, dass einige Tore fallen und ja, ihr könnt auf jeden Fall das Spiel live von zu Hause aus, leider nicht im Stadion selbst, aber von zu Hause aus könnt ihr das Spiel auf jeden Fall verfolgen. Wir haben 10:30 Uhr und ich schaue jetzt einfach mal, ob wir jemanden dazu holen können. Da ist die liebe Pi. So, hinzu. Schauen wir mal, ob das klappt. Pi, du hast eine Einladung von mir bekommen. Und da ist sie. Hallo? Hallo Pi, Hey. grüß dich. Ja, gut, mich. Wie geht's dir? Gut. Wir sind auf dem Hotel jetzt Ja. und ja, warten nur auf Freitag. Ja, Freitag rollt der Ball endlich wieder. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hattest mal erwähnt, eventuell, wenn wir hier sehr viele englischsprachige Fans haben, ob wir deine Antworten auch auf Englisch machen können. Ich glaube, wir sind alle so wortgewandt, dass wir das hinkriegen. Ich würde die Fragen auf Deutsch stellen. Du verstehst ja alles. Du bist ja quasi mittlerweile Native Speaker, German. Und ja, dann können wir, glaube ich, alle Fans zu Hause abholen und später auf YouTube werden wir dann eine kleine Übersetzung noch einblenden für diejenigen, die es dann doch noch brauchen. Okay, Pi, wir starten mit einer kleinen Kurzfragenrunde. Ich frage dich, was ist dein Lieblingsessen? My favorite food is everything. I love food, but I really like food from Spain, like tapas and Was? a little bit what is it, Lebanese. So yeah, some food with a lot of taste in it. Hört sich gut an. Sounds great. Yeah. Was ist dein Lieblings-Eis? Your favorite ice cream? It's the Mars, you know? Wow. Ja. Yeah. Mars Ice Cream. Delicious. What's your favorite place in Wolfsburg? My favorite place is our car stadium. Surprise. And also, I would say Alassie. Yeah, I think it's nice here. In the summer. In the summer, yeah. Perfect. What's your favorite color? My favorite color is red, and also blue and green, of And course. green. Yeah. Und die letzte Lieblingsfrage, was ist dein Lieblingstier? Your favorite animal? I don't know, maybe a bird. Which kind of bird? Nah, I don't know. I actually don't have a favorite animal. But yeah, I've never had animal in my life, like a pet, but I would like to have a dog in the future, I think. Great. Okay, lass uns mit der, die Fans haben ganz viele Fragen eingeschickt. Die meisten davon waren auf Deutsch. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass viele auf Deutsch auch dabei sein werden. Ich frage auf Deutsch und du kannst auch so einen Mischmasch gerne machen. Dann kriegen wir das, glaube ich, am besten hin. In welchem Alter hast du mit dem Fußball begonnen? I think I was yeah, 5, 6 years old, 5 und 6 Jahre alt. yeah, when I could start to play, my mom and dad took me to the football pitch and gave me a football. There's always been football in the family. My big sister play football also, so as soon as I could start to play, I started. Cool. Mit wem verstehst du dich am besten aus der Mannschaft?
who I understand best. What's your who's your best buddy? My best buddy. That must be Sarah Bjork. We have played in the team together for a long time and been really close friends. Cool. In der Jugend, wer war dein Idol, dein Vorbild? As a female, it was Marta da Silva. I remember I looked a lot of YouTube clip with her when I was younger. And from the men's side, I have never really had one idol. But of course, I like Messi. Messi. Marta und Messi. Marta. Großartig. Was war bislang dein schönstes Tor in deiner Karriere? I think my favorite goal is the one in the final in the Euros 2017. That was a nice goal and also an equalizer, even though we lost the game. But that's a goal I remember. And then also the one in the final in the Champions League with Wolfsburg, of course. Das war auch Emotionen pur für den Moment, ne? That maybe not the best goal, but it was the emotions, yeah. Ja, das war stark. Warum trägst du die Rückennummer 22? Hat das eine bestimmte Bedeutung für dich? To be honest, no. It was just one of the ones that was left when I came to Wolfsburg. So there was a lot of there was not so many numbers left. So, yeah, I don't have one number. I in the national team I play with number 10, and of course that's a nice number, but I don't put so much energy in what number I have on my back, actually. Okay, jetzt wird's ein bisschen lustig. Ein Fan hat gefragt, was ist dein Lieblingslied auf Deutsch? Hast du ein deutsches Lieblingslied? Yeah, I listen to some. There is this, is a Chor? Chor? Ein Chor? Ja. Yeah. Welcher Chor? I don't know. It's a really famous German song. Something with Chor. Maybe. Chöre? Nein. Chöre, ja. Von Mark Forster? Yeah, I think so. Kannst du es singen? Nein. Okay, cool. Ja, Mark Forster Chöre. Ich glaube, das heißt so. Yeah, I think it was, yeah, Chöre. That is one who's writing it. Ja, sehr gut, sehr gut. Was vermisst du am meisten, wenn du an Dänemark denkst? Of course, my family. It's I'm really a family person, and I love to spend time with my family. So that's of course the thing I miss at most. Normally they come a lot to Wolfsburg, but now in Corona time, it's not so easy. So it's a lot of FaceTime with them. Ja, eine gute Möglichkeit. Yeah. Wo würdest du am liebsten einmal Urlaub machen? Was hast du dir vorgenommen, irgendwann mal an einem bestimmten place in the world Urlaub zu machen? I would like to go to Asia, maybe Vietnam or something like this. Cool. Und was war bisher der schönste Ort, wo du warst? Schönste war in Costa Rica. Mhm. Ja. Cool. Das war schön. Wie schwer ist es für dich oder war es für dich, du sprichst ja jetzt perfekt Deutsch, Deutsch zu lernen? Uff, die Grammatik war sehr schwer und ist sehr schwer. Und ich verstehe, ich hatte auch Deutsch sehr lange in Schule, wo man viele Grammatik lernen, aber das ist, also it's still really difficult with the grammar. Immer eine ganz, ganz schwere Geschichte. Jetzt machen wir mal so ein bisschen den Switch aufs Sportliche, beziehungsweise jetzt auch die besondere Situation im Quarantänehotel. Sag mal, was macht ihr denn den ganzen Tag außer trainieren? Ja, we eat. Wichtig. Schlafen. We also we have been watching football. Yesterday we watched Bayern Munich and Dortmund. Gutes Spiel und auch Wolfsburg. Ja, auch gutes Spiel. Gutes Spiel, sehr schön. Viele Tore von Wolfsburg. Ja, und was machen wir mehr? Spiel ein bisschen und so. Mhm. Eigentlich ganz okay hier. Und ein schönes Hotel. So. Bestens untergebracht. Ja.
Prima. Ja, du hast gerade vorhin schon gesagt, du freust dich, glaube ich, mächtig, dass am Freitag um 14 Uhr der Ball wieder rollt. Wie groß ist die Freude auf den Restart bei dir? Yeah, I mean it's really nice that we have the possibility to start the league again. It's not so many leagues that has this possibility, so I'm really thankful for that and that we can go out and play football and do what we love most, even though the situation is the way it is. So I'm really happy about this and it will be nice to finish the league and hopefully get the championship again to Wolfsburg. Du sprichst die Meisterschaft an. Das wird das große Ziel sein und die Ziele sollen auch weiterhin verfolgt werden mit der Meisterschaft. Und auch in der kommenden Woche steht ja dann schon das Viertelfinale gegen Gütersloh im DFB-Pokal an. Der DFB-Pokal darf auch gerne wieder nach Hause kommen, richtig? Sind das so die Ziele, die ihr verfolgt jetzt auf die letzten Meter? Ja, natürlich, alle Titel muss gern nach Wolfsburg kommen. Sie sind bei uns immer herzlich willkommen, was? Ja. Und hast du auch vielleicht noch ein persönliches Ziel, die Torschützenkanone vielleicht zu holen? Yeah, I mean I did good until now. I think it's 22 goals now and it's already my personal best here in Germany. So I have my personal best for everywhere in Linköping also where I played before, that's 23. So my goal is to get over this. It should be possible in the last 8, 7 games or how much it is. So yeah. Ich glaube, 6 Spiele haben wir noch. Und Ja. dann, ja, da solltest du, glaube ich, noch, wenn du hoffentlich verletzungsfrei bleibst und ohne Beschwerden, das könnte gut klappen, dass du das schaffst, die 23 Tore zu Ja. knacken. Wir drücken die Daumen. Vielleicht ja schon gegen Köln, ne? Da hast du im Hinspiel hast du das 15-0 gemacht. Also ein Tor hast du gemacht im Hinspiel. Ja, was denkst du über Köln? Ja, Hinspiel ist 5:0 ausgegangen. Im AOK-Stadion könnte das ja auch hoffentlich eine klare Kiste werden, oder? Yeah, I mean, I think it is a game that we should win. Now it's a long time since we've been playing game with the team and we have only been training, so it's really difficult to say how we stand, but I think that the trainings has been really good. I think the girls look fit and in a good shape, so I'm positive and I think we will win the game. I don't know how much and how it will be, but the most important thing is that we win the game, get 3 more points. And yeah, that's it. 3 points. 3 points and go on. Ich glaube, Ella Mazar ist auch im Chat, habe ich gesehen. Ganz liebe Grüße, Ella. Ich hoffe, euch geht's gut in Madrid. Einmal kurz noch auf Köln. Im Hinspiel hast du ein Tor getroffen, dürfen es jetzt auch mal zwei sein. Dann hättest du die 22, dann hättest du 24. Das wäre schon schön, oder? Ja, yeah, das wird sehr schön. Schauen wir mal, wie das klappen wird. Wir sind soweit eigentlich schon durch, weil du auch Anschlusstermine hast. Wir können es leider nicht so lange machen wie sonst, aber ich glaube, wir konnten einige Fragen von euch einbinden, die ihr an Panel hattet. Ganz, ganz vielen lieben Dank an dich. Eine gute Zeit hier. Bleibt gesund und munter im Hotel. Und ja, mach das Beste draus und auf 3 Punkte am Freitag gegen Köln. Vielen Dank, Pi, für deine Zeit. Ja, danke schön. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. How do I go out?